Nachdem wir die kompletten 100% der ersten vier der insgesamt fünf Welten komplettiert haben, ich sag's immer wieder gerne, gingen wir in die fünfte Welt. Da sind wir nun und stecken mitten im Pagey-Sammeln. Okay, was ist hier? Ich betätige endlich diesen Schalter und deaktiviere damit die Laser? Wäre doch nicht nötig gewesen. Und was bringt das? Ich hätte mich mehr gefreut, wenn einfach das Pagey freigelassen werden würde. Hey, ihr da, hier drüben. Erzähl mal. Oh, sicher. Wir sind gleich da. Ja, rede doch. Ich muss hingehen. Hi, Pagey. Also, wir haben die Herausforderung bestanden. Kannst du bitte den Käfig für uns öffnen? Klar, einen Moment. Das ist das erste Mal, dass das passiert. Sorry, liebe Leute, ich habe wohl Käfigfieber. Geht einfach nicht hier auf. Tja, dann mach was. Wir müssen dich einsammeln. Ich könnte versuchen, mich durch die Gitterstäbe zu zwängen. Wartet kurz. Diesmal geht's, der kann das. Na sowas, es hat geklappt. Soll das heißen, ihr Pages hätte die ganze Zeit durch die Gitterstäbe gepasst? Ihr müsst das verstehen. Da drin ist es ziemlich bequem. What? Der andere hat es nach vorne versucht und es hat nicht geklappt. Ja gut, ich sag mal so. Ich würde die ganze Zeit auf die Pages einreden. Und ihnen erzählen, warum ich sie einsammeln möchte und warum ich mich nicht anstrengen möchte, wenn ich Yuka oder Layli wäre oder beide. Und, naja. Ich dachte, jetzt kommt hier noch was, weil da ein Schalter war und so. Nee, alles deaktiviert. Dann, naja gut. Kann ich ja vorher nicht wissen. Vor allen Dingen hätte es es einfacher gemacht, hier den Energieleisten-Erweiterungsdingens zu holen. Ich gucke trotzdem, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Andere Eingänge, Ausgänge. Naja, gut. Ups, das war... Scheinbar nicht. Ich denke nicht, ich hoffe nicht. Das Klo ist noch da, das ist schön. Ich könnte ja mal schauen, was da unten ist. Soll ich das fliegend versuchen? Moment. Aber es ist halt Wasser und ich denke, es hat mit der Verwandlung zu tun. So viel Kombinationsvermögen habe ich noch. Aber so richtig spannend. Da geht's wieder raus. Also ich hoffe mal, dass da nichts Bahnbrechendes auf uns wartet. Darf ich hier nochmal nach unten schauen? Da geht's genauso hoch. Nee, das scheint Käse zu sein. Lass uns hier rausgehen. Vielleicht... Nee, ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas ist. Aber wenn ich am Ende die 100% in dieser Welt suche und sie nicht finde, dann gehe ich auch hier nochmal rein. Aber nee, nee, passt schon. Die Galeonengalaxie hat was. Wenn man hier von Augen attackiert wird. Ich habe mich ja ziemlich daran gehalten. Der Weltenaufbau ist noch relativ übersichtlich. Wir können als nächstes dahin und die da, die gehen doch alle kaputt oder etwa nicht. Aber das hat mit dem DNA-Tor zu tun. Der guckt doch hier rein. Ich lasse es erstmal in Ruhe. Bin echt im Grübeln. Aber das wäre das einzig Sinnvolle in meinen Augen. Ja, ja, immer wenn ich denke, es ist Eis, dann ist es Glas. Und immer wenn ich denke, es ist Glas, dann ist es Eis. Scheinbar müssen wir uns doch mal verwandeln. Klar, wir können rüberfliegen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl... Na, warte mal. Ich habe hier was Feines gesehen. Ja, fein. Aha, es könnte sein, dass in dieser Welt Dr. Pass Verwandlung viel mehr zum Tragen kommt. Ich sehe jetzt zum einen auch gar nicht viel mehr von der Welt. Aber ohne Witz. Hä? Das ist aber extrem wenig bislang. Klar, die Welt wird noch erweitert und so, aber selbst dafür. Momentchen, Momentchen, Momentchen. Das Molekül haben wir ja auf der Spitze des Leuchtturms entdeckt. Wenn man das einen Leuchtturm nennen kann, aber ja, ich würde schon sagen. Probieren wir es. Ich muss erst mit dir reden und das Molekül überreichen.
Dann machen wir das. Es war so nett von euch, den Lichtgeschwindigkeitsturm für mich zu aktivieren. Ihr habt mich wieder in den sicheren Hafen zurückgeführt. Habt ihr das Molekül dieser Buchwelt schon gefunden? Ich kann damit meinen grandiosen Denator betreiben. Wir haben das Ding gefunden. Oh, kein Problem. Zur Seite, Doc. Ich öffne die Maschine und lege es ein. Ich berühre, das ist eine sehr empfindliche Maschine. Ja, ja, verliere nicht gleich deine Schlüssel. Hoffentlich ist die Transformation echter Hammer dieses Mal. Mit dem guten Geryll. In dem Fischglas. Banjos Goldfisch. Sehr schön, sehr schön. Let's do this. Das bombt dann alles weg da. Seid ihr bereit zur Transformation? Sowas von. Was anderes finde ich gerade nicht, was es hier zu tun gibt. Sag ich doch. Die Galeone. Hm, das sollte reichen, denke ich mal. Du steuerst das Raumschiff. Raumschiff? Relativ. Irgendwie schon, ja. Mit dem linken Stick und mit X aktivierst du den Boost. Vorsichtig mit Viereck, Dreieck und Kreis. Die lösen die Waffen aus. Drei verschiedene? Das will ich sehen. Oh my God. Ach du Schande. Der geht damit kaputt. Schmelzen da, also schmelzen auf Kreis. Hat man Turbo mit X. In Ordnung. Steuerung geht auch klar, wie ich finde. Kreis. Ja, warte. Eis mit Viereck. Ist das schön. Kann ich jetzt überall hier hinschwimmen? Aha. Bleiben wir erstmal auf Kurs. Die wollen hier was von uns. Sehr offensichtlich. Ja, ist ganz nett. Hey ihr, hier oben. Das kommt über. Wärt ihr bitte so nett, mich aus diesem Käfig zu befreien? Ich hab's Gefühl, in dieser Welt hatten die Entwickler wieder richtig Erfahrung auch, ne? Wenn ich mir die erste Welt so angucke, die war so, ich will nicht sagen lieblos, ihr wisst, wie ich es meine. Aber die hier hat wieder, die gefällt mir. Die hat Innovation vom Aufbau her, die Witz, also was heißt Witze? Ne, Pagey ist, kann mal raus und der da steht auf Kopf, also ob sie sich ihrer Sache wieder komplett sicher waren, so. Ich sag euch, die Jungs, die müssen einfach wieder reinkommen, das ist alles. Ich freue mich, wenn es als nächstes ein Racer aller Diddy Kong Racing gibt. Mit vielen neuen Charakteren und bestimmt auch wieder mit Yuka dann. Mindestens. Moment, Moment. Kann ich mich denn einfach so zurückverwandeln? Macht das Sinn, hier ins Wasser zu wollen? Auf jeden Fall macht das so keinen Sinn. Ich kann aber weit genug schießen. Ich will da trotzdem rein. Moment. Ich kann jetzt aber nicht erkennen, wie das aufgeht. Vielleicht auf der anderen Seite so ein Schalter? Nein? Echt mal gar nicht? Dann sehe ich nicht, wie ich da reinkomme. Der letzte geht höher, habe ich das Gefühl, ne? Es reicht gerade so, aber in der Mitte ist halt was. In der Mitte ist halt noch Stuff. Mhm. Einfach mal kurz über dieses kleine Stück Land rüberschippern. Willst du auch nicht versuchen, ne? Vielleicht befindet sich der Schalter irgendwo anders. Ich habe nicht genau geguckt. Moment. Muss ja vielleicht nicht direkt da am Tor sein, sondern irgendwo versteckt in der großen, weiten Welt der Galeonengalaxie. Alter, wie es wegfetzt! Nur weil das gerade so mit Ach und Krach da noch rankam. Roffelkopter. So.
Aha. Gut. Das Weltraumtor ist offen. Ich wiederhole, das Weltraumtor ist offen. Ja, I'm on my way. Alter Mann, ist kein D-Zug, ne? Ist auch sehr, ja, friedlich, so wie man da so langschippert. Frage ist nur, was ist da in der Mitte los? Was bringt es mir, dass das Tor offen ist? Warte, wir drehen nochmal ein Röntchen. Wenn ich da rankomme, dann von hier. Das ist Eis. Und nun scheint alles gedeichselt, oder? Da ist der Schalter. Ich weiß nicht. Ich verwandle mich mal zurück mit R2. Und hier drin... Ah! Hier sind auch keine Blumen oder so, dass ich mal kurz Eis selbst holen kann. Ich hab's nicht gesehen! Blindfisch, Blindfisch, geh zum Augenarzt. Dort war ich, als ich den Führerschein gemacht habe. Der erste Optiker... Achso. Wollte mir eine Brille andrehen und eine zweite hat gesagt, alles okay. Immer zwei Meinungen einholen, Leute. Ich habe wirklich gemerkt, wie meine Augen über die Jahre, Jahrzehnte vor dem PC dann doch schlechter geworden sind. Im Ernst. Sag mal. Da habe ich diese Gamer-Brille. Ha. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, für ungefähr 80 Euro so eine Brille, die nichts mit der Sehstärke zu tun hat. Da sind nur Gläser drin. Schon ein paar Mal erzählt. Wo dann... Ja, einfach die Augen vor dem PC nicht so beansprucht werden. Komm, ich hol dich mal schnell, bevor du vergessen wirst. Effi! Und die ist ganz gut. Gerade wenn ich abends so vorm PC hock. Alles gut. Danke nochmal fürs Auftauen. Wenn ihr diese Welt erweitert, können wir gemeinsam ein Abenteuer starten. Are you kidding me? Er will erst eine Quest starten. Naja, gut. Ich dachte, er wäre das erste von 3 oder 4 Pagey-Teilen. So wird es wohl auch sein, aber... Ne? Früher hat mir das nichts ausgemacht, abends noch im Stockdunkeln vor dem Monitor zu sitzen. Und wahrscheinlich noch über ICQ zu chatten. Bis tief in die Nacht. Hat nichts ausgemacht. Nichts mit 13. Mit 15, 18, 20, 22. Auch mit 25 noch nicht, aber dann. Ich gemerkt, dass es die Augen, naja, zumindest anstrengt. So. Ihr habt es geschafft. Daher die PC-Brille. Wuhu. Fällst du auf uns? Ziemlich. Yay! So, jetzt mache ich mir allerdings schon Gedanken. Ist es hier in der Welt so gedacht, dass wir relativ schnell alles erweitern müssen? Ich kann ja nochmal da rumschippern. Aber es sieht ehrlich gesagt nicht danach aus, als ob da noch irgendwas wäre im Moment. Das ist vergleichsweise wirklich am allerwenigsten von allen Welten, bevor man die nicht erweitert hat. Ich meine, guckt euch's an. Da die Bucht... Da der Hauptturm, sag ich mal, und die Verbindung zum Start. Stell euch vor, das wäre die komplette Welt. Aber ich will, dass da noch einiges kommt. Kommt das irgendwie aus dem, Anführungsstrichen, aus dem Meer? Dann erweitern wir das gute Stück mal. I don't hätte so gedacht. I don't hätte so gedacht. Zumal wir halt auch noch nicht viel haben, ne? Ich kann es kurz mal looken, wie viel wir haben. Oh, vor allen Dingen der Gesamtpunktestand. 114 von 145. Aha.
Wir haben alle Energiedinger, alle Moleküle. Rextro fehlt auch, jede Spur. Bin gespannt, was die Erweiterung in dieser Welt bringt. Yeah, 100%, Mann. Ja. Ja, nicht viel. Vielleicht hätte ich noch irgendwo rangekonnt. Aber wir erweitern das jetzt. Ende aus, Mickey Maus, Mann. Diskussion hat sich erledigt. Stand das Laden unten schon immer da? Bin ich bescheuert? Haben die es dazu geschrieben, damit... Ja, am Anfang habe ich auch überlegt, was ist hier los? Weil es auch so stockt und alles. Durch ein Patch geupdatet. Ich schließe da nichts aus. Warum? Warum tut mir das weh? Ihr braucht 15 von uns Pages, um diese Welt zu erweitern. Möchtet ihr die Galleon-Galaxie erweitern? Machen wir glatt. Schon teuer? Schon teuer? Boah, wie wenig es da gibt bislang. Stellt euch vor, ich hätte mit Ach und Krach dafür gesorgt, dass wir in die fünfte Welt können. Und dann keine Pages mehr gehabt, um die zu erweitern. Viele meinten ja, hol dir kurz die Pages, geh in die fünfte Welt. Ja gut, es wäre auch ein, zwei, ne, noch nicht mal zwei Parts gut gegangen. Ihr seht ja, was los ist. Alles gut gemacht. Ich will nicht sagen, alles richtig gemacht, aber alles gut gemacht. Für meinen Geschmack waren zu viele Pages in den einzelnen Welten zu holen, die ich ausgelassen habe, weil ich mir nicht sicher war, wie es geht und dachte mir, vielleicht brauche ich einen späteren Move. So oft war das auch wieder nicht der Fall. Aber wie soll man es wissen beim ersten Mal? Ich werde an sich die übertreiben. Alter, das Schlachtfeld wird größer, was? Passt da draußen auf euch auf, Kids! Und kommt zu mir, wenn ihr Lust auf eine neue Mission habt! Die erinnert mich an die alte von Jet Force Germany. Reggae. Moment, Moment! Eins zum anderen. Da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang. Ach du Schande. Jetzt ist alles hier vernetzt ohne Ende. Black Hole. Ja, Prost Mahlzeit, ey. Ja, ich hab's schon gecheckt. Ach du Schande. Aber andererseits können wir das dann systematisch angehen, wisst ihr? Wir könnten einfach im Uhrzeigersinn die Sachen abklappern. Das heißt, ich frage jetzt erstmal hier das Pagey, was der Plan ist. Hey, ich bin das Stück eines Pageys. Danke, dass ihr mich aufgetaut habt. Ich wurde von den Schergen dieser Capital B zerfetzt und auf dieser Welt verteilt. Ihr Pageys müsst euch zusammenreißen. Also, wo sind deine Teile? Zusammenreißen, verstehst du? Die bösen Jungs meinten, dass sie mich am Himmel verteilen wollen. Habt ihr irgendwelche verdächtigen Flugobjekte gesehen? Keine Sorge, Pagey, wir suchen deine fehlenden Teile. Hier ist ein Ballon. Oder sind Ballons. Und da war im Hintergrund die ganze Zeit, waren da auch diese Ballons zu sehen. Und dort auch, wobei es noch mehr sind. Ich würde mal gern zu so einem Ballon einfach mal rüberfliegen, ganz unverbindlich. Um zu schauen, ob das vielleicht dem seine Teile sind. Oh, das Rextro. Ob es denen seine Teile sind. Frage ist, wenn ja, wie kriege ich die zerstört? Nein, echt nicht. Vielleicht mit irgendeiner Beere zielen? Mit dem Schiff kommt sie auch nicht dahin. Das schreibt mir bitte in die Kommentare. Moment mal. Da sind noch Pages. Ja, ja, da sind überall welche. Ich dachte, ich musste halt nochmal fett hin. Aber ja, andererseits, da hinten war ich doch. Also im Wasser. Nicht hier oben. Da bin ich nicht komplett rumgegangen. Das weiß ich. Ist mir auch egal. Mehr Federn. Hab ich eben Pages zu den Federn gesagt? Ich werd alt. Ach, die Welt ist doch ganz gut.
Wobei, mal gucken, was die einzelnen Bereiche bringen. Vielleicht ist es ein bisschen zusammengewürfelt. Ich fand zum Beispiel die letzte Welt in Banjo-Tooie, hier das Wolkenwunderland, auch ein bisschen zusammengewürfelt. Im Grunde ging es ja eigentlich. Seine bescheuerte Federn waren vorher nicht da. Ich war doch hier. Sammel die mal eben so ein. Ich höre auch einen Ghost Rider. Diesen unsichtbaren Fatzke. Unter Wasser wird er nicht sein. Ja, er muss hier sein. Auf der Fläche? So ist es. Nice! Haben wir immerhin schon die Hälfte. Über die Hälfte, wenn wir genau sind. Aber ich stapel lieber tief. Stapel lieber tiefer als zu hoch. Oftmals. Okay, wenn ich weiter... Ich mache Uhrzeigersinn. Da waren wir. Von da aus... Gehen wir diesen Weg. Was steht da? The Jettison. The Jettison. Vor allen Dingen der Boss der Welt. Was kann das bloß sein? Mit dem Schiff kommen wir auch noch an viele Gebiete. Okay, das bringt mich... darüber. Da war ich ja eigentlich noch gar nicht. Ich mach das. Und hier drüben ist diese einsame Insel mit Rackstraw. Dem sein Spiel zu spielen, habe ich allerdings ein wenig Schiss. Aber gut, noch haben wir die Sachen dafür nicht. Nimm's einfach mal. Palme? Palmen haben bisher nichts, aber ich habe Donkey Kong 64 gespielt. You know that feel, ne? You know that. Oh, die Schweine schon wieder, das kann nicht wahr sein. Auch wieder harte Geschosse vonnöten. Für die Schweine da drin. Die Sau. Noch einer. Oh, hallo, ihr sucht auch nach dem Schatzgewölbe. Wenn ihr Informationen bezüglich des Standorts habt, teile ich die Beute 50-50 mit euch. Die hat eine Lilie. Die hat eine Lilie. Suchen Schätze, ja? Naheliegend. Naheliegend. Ah, sehr gut. Wagen wir es. Ob ich da noch eine Feder übersehen hätte. Da geht's auch rein. Die Schweine, sind die alle hier oder was? Mampf, Mampf, habt ihr irgendwo ein Schatzgewölbe gesehen? Meine Suche war bisher recht ermüdend. Wenn ihr das Schatzgewölbe findet, teile ich das Gold. 70-30 mit euch. Das heißt, du kriegst 70, oder was? Ich weiß nicht. Habgier. Was hat's mit denen auf sich, ey? Auch. Da war ja vorhin auch ein Eingang. Ist denn das letzte Rackstraw-Spiel? Ich frage das aus dem Grund, weil in der Spielhalle mehr als 5 Automaten standen von ihm. Was ist das denn für ein riesiger Komet? Das riecht mir ja nach dem Boss, ne? Ich kenne auch diesen mäfigen alten Geruch von Bosskämpfen. So, ich werf mal einen geschmeidigen Blick in diese Höhle. Mal sehen, ob es eine große Sache ist oder nicht. Was Kleines oder was geht hier ab? Shovel Knight zum zweiten?
Shovel Knight zum zweiten. Wahrscheinlich eine Quest von ihm. Oh, entschuldige, Buddy. Sorry, Kollege. Gut, wir haben Rexrow, wir haben Shovel Knight und noch ganz viele andere Wege. Im nächsten Part werde ich mit denen reden und deswegen seid gespannt, schaltet ein, genießt das Spiel so lange, wie es noch geht, denn immerhin sind wir in der letzten regulären Welt. Okay, das wär's für heute. Daumen hoch oder Daumen runter. Ukulele wird immer bunter. Bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal mit diesem Kollegen. Wir machen auch eigentlich nur Charakter-Recycling. Bis dann und ciao.